Hallo zusammen. Heute gibt es meine Leseliste mit den Büchern, die ich gerne im November lesen möchte. Ich habe mir natürlich wieder mehr vorgenommen, wie ich hier eigentlich schaffen werde. Das ist ja immer so, aber für mich ist so eine Leseliste einfach so ein grober Rahmen, so ein Wegweiser von den Büchern, wo ich jetzt gerade so Bock drauf habe. Und nach links und rechts auszubrechen ist ja bei mir immer drin, es ist ja nicht starr vorgegeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das wäre ordentlich. Fangen wir an. Da bin ich nämlich gerade noch dabei. Und zwar, das habt ihr auch in meinem Lesemonat schon gesehen, dass ich das im Oktober jetzt noch angefangen habe. Im Gerd Medienverlag von Elisabeth Büchle, Himmel über fremdem Land. Aktuell bin ich bei Seite 126. Wir haben den, was haben wir heute? Den 3. November. Ja, mal gucken, wie ich es schaffe. Dann habe ich mir heute das Buch abgeholt, welches ich mir vorbestellt habe. Ich habe bin noch in eine andere Buchhandlung gegangen bei mir in der Nähe und habe mir da ein anderes Buch vorbestellt. Und zwar würde ich gerne lesen, weil es mich unheimlich reizt, ist von Oscar Wilde Das Bildnis des Dorian Gray. Diese Ausgabe ist im DTV-Verlag erschienen. Hierbei handelt es sich um eine Neuübersetzung. Ich hatte zwar gesagt, dass ich jetzt eine schöne Übersetzung haben will, aber ich habe mir gedacht, naja, beim DTV kannst du nicht so viel verkehrt machen. Das Cover finde ich ganz schön. Es ist die Farbe, es ist lila, ne? So finde ich es okay. Hart, da ist super viel Zeitfenster und irgendwelche Erklärungen, Anmerkungen zum Text und nochmal eigene Anmerkungen des Übersetzers und tralalalala. So, soweit ich das sehen kann, 308 Seiten. Die Schrift ist auch, oh ne, machen wir schon gleich eine Leserille rein, haben wir noch nicht gelesen. Die Schrift ist auch okay, also ich hoffe, dass ich das schnell durch habe. Ich habe echt momentan Bock, Klassiker zu lesen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich habe mir wie gesagt jetzt 1984 von George Orwell noch vorbestellt. Weil ich auch einfach Bock habe, momentan hier die Buchhandlung so bei mir in der Nähe zu unterstützen. Und irgendwie habe ich da momentan, habe ich ein gutes Herz und habe da irgendwie den Drang zu. Das würde ich gerne lesen. Dann möchte ich natürlich weitermachen mit dem letzten Teil der Wolkenvolk-Trilogie, Drache und Diamant von Kai Meier. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen und der Teil hat dann 412 Seiten. Die Meinung zum zweiten Teil wisst ihr schon aus meinem Lesemonat. Worum es in dem Buch geht, wie gesagt, mache ich vielleicht noch mal so ein allumfassendes Video über alle drei Teile. Gesundheit, Katerchen. Und ja, auch dieses Cover finde ich wieder so schön. Ja. Ich mag das. Ich mag auch dieses Rot. Das ist einfach richtig, richtig schön. Jo, das würde ich gerne lesen. Dann würde ich gerne weitermachen mit dem zweiten Teil der Legend-Trilogie von Mary Lou. Mir fällt gerade auf, der Monat ist löwelastig, so wie ich das gerade sehe. Ja, sehr löwelastig auf jeden Fall. Mit der Legend-Trilogie Schwelender Sturm. Das ist der zweite Teil. Dieser Teil hat 442 Seiten. Wenn ich damit fertig bin, weil im Anschluss dessen, um es dann abzuschließen für dieses Jahr, also das würde ich gerne noch in diesem Jahr abschließen, möchte ich dann gerne den dritten und letzten Teil lesen der Legend-Trilogie, auch von Mary Lou, Berstende Sterne. Und dieses Buch ist natürlich auch im Löwe Verlag erschienen. Und das hat
Auch 442 Seiten. Wahrscheinlich, vielleicht wird es da dann auch eine allumfassende Meinung oder Rezension geben zu allen drei Teilen. Die sehen auch echt, also ich finde, es ist auch so schön gemacht, ne, von diesem Farbverlauf, von Farbverlauf. Sprechen ist heute mal wieder Glückssache. Von Flieder, von Weiß zu Flieder zu Dunkelviolett. Finde ich sehr schön. Katerchen, was machst du da? Django? Django, komm mal hier. Ja, ich sehe dich. So, dann nach den ganzen Dystopien und der ganzen Fantasy, wobei ja Himmel über fremdem Land und Dorian Gray ist ein Klassiker, würde ich als historisch sehen, und Himmel über fremdem Land ist ja ein historischer. Dann kommt Fantasy, Dystopie. Brauche ich ein bisschen Aufregung, glaube ich, dass ich das brauche. Wir wissen ja, oder wer Guillaume Musso, ich tue mich echt schwer damit, diesen Namen aussprechen. Seine Titel klingen kitschig, aber der Inhalt ist es nicht. Das wisst ihr ja schon aus meinem Lesemonat August. Da habe ich ja... Genau. Ich weiß es nicht mehr, wie es heißt. Auf alle Fälle möchte ich gerne von Guillaume Musso vielleicht morgen lesen. Das ist ja sein Buch, was aktuell erschienen ist. Ich glaube im September oder so. Ist im Pendo Verlag erschienen, eine Klappbroschur. Und dieses Buch hat 466 Seiten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es ist sehr 400 Seiten lastig auf jeden Fall. Und dann kommt Jennifer Bankhaus, Skript 5, was ja auch zu, welcher Verlag ja auch zu Löwe gehört, deswegen sehr löwelastig dieser Monat. Von Jennifer Bankhaus, Marmorkuss. Es wäre mein erstes Buch von Jennifer Bankhaus. Ich habe noch nichts von ihr gelesen, habe da richtig Bock drauf. Ja, und da sind wir dann in diesem Monat mit... ...430 Seiten dabei. Yay! Also, ein über 400 Euro, hätte ich jetzt beinahe gesagt, 400 Seiten im Monat. Und dann, zu guter Letzt, weil wir kriegen ja noch nicht genug, wenn ich es noch schaffen sollte, muss ich mit dieser Reihe auf jeden Fall alsbald weitermachen, weil ich habe auch voll Bock, die Serie im Fernsehen weiterzugucken, beziehungsweise auf DVD. Entschuldigung, jetzt zuckt meine Nase. Mit George R. R. Martin, Sturm der Schwerter. Das ist der fünfte Teil der Das Lied von Eis und Feuer Reihe. Geiles, kitschiges Cover, ne? Ich mag ja diese Ausgaben, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Mal, wie schön vergilbt und ach, es riecht so nach Buch. Aber gelesen ist es noch nicht. Also ich habe natürlich, ich muss wirklich sagen, ich habe echt etwas Angst, dieses Buch zu lesen, weil es ist noch jungfräulich, wie man sieht. Es ist noch keine einzige Leserin drin. Ich habe das Buch gebraucht gekauft, ja. Ich glaube damals über Minimops oder Rebuy oder bei eBay. Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr. Auf alle Fälle, guck mal. Da stehen noch D-Mark-Preise. Das Buch hat mal 25 D-Mark gekostet. 25 D-Mark. Zieht ihr das mal rein. Im Blanc Valais Verlag erschienen. Und das ist ein richtiger Klopper. Ein richtiger Klopper. Ich hab's gleich. So, da sind wir dabei mit 655 Seiten. Wer jetzt mitgezählt hat, ich habe es natürlich nicht. Wenn ich das alles schaffen würde, das wäre ja Rekord. Wir haben den dritten. Hallo, ich habe noch ein Buch vor mir, das sowieso schon 600 Seiten hat. Obwohl, ich habe nächste Woche Urlaub. Vielleicht, aber ich kenne mich ja, wer weiß, welches Buch mir noch so dazwischen grätscht, ja, wo ich dann doch vielleicht noch Bock drauf habe. Ja, das sind die Bücher, die ich lesen möchte. Ne, einmal, jetzt habe ich sie natürlich nicht in schön rum, egal. So, und dann noch diese drei Schätzchen hier. So, ja, wenn ich das alles schaffe, das wäre natürlich richtig gut. Ja, das möchte ich lesen für November. Welche Bücher möchtet ihr gerne lesen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare.
Habt ihr eines der Bücher gelesen, welches ich gerne lesen möchte? Dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Eure Meinung interessiert mich natürlich immer sehr. Und ja, dann würde ich sagen, das war's für heute mal wieder. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und schlage vor, wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke und tschüss.